präsentiert von opensourcepodcast.de, Ihr Profi-Cast für freie Software. Die Tabbing-Umgebung ist zwar nicht schlecht, eignet sich aber nur bedingt für große Datenmengen. Deutlich flexibler ist die Tabular-Umgebung. Die Tabbing-Umgebung, die ist zwar nicht schlecht, aber sie sollte wirklich nur da eingesetzt werden, wo man wenig Daten abbilden will. Wenn es etwas aufwendiger werden soll, beziehungsweise ein echtes Tabellengefühl aufkommen soll, dann eignen sich eindeutig die sogenannten Tabular-Tabellen besser. Und zwar hier möchte ich Ihnen das zeigen, und zwar wie man eine solche Tabular-Umgebung verwendet. Also hier zunächst wieder der bekannte Aufbau, also hier Tabular. Und bevor man es vergisst, schließt man das Ganze gleich wieder. Das ist also das ganz grobe Grundgerüst. Hier oben ist zunächst einmal der grundlegende Aufbau der Tabelle definiert. Also hier möchte ich eine Tabelle mit 3 Spalten zunächst aufbauen. Und dann gebe ich hier beispielsweise diese Sachen an. Und zwar handelt es sich also um 3 Spalten dann später. Und hier über dieses L jeweils wird bestimmt, dass die Spalten linksbündig ausgerichtet werden. Sie können hier jetzt natürlich auch zum Beispiel sagen, diese Spalte soll jetzt hier rechtsbündig angezeigt werden. Zusätzlich kann man hier jetzt noch die Trennzeichen bestimmen. Man kann angeben, dass hier Linien angezeigt werden sollen. Und zwar möchte ich, dass links und rechts außen diese entsprechenden Linien sind. Dafür wird hier dieses Zeichen eingesetzt. Innerhalb der Tabellen sollen dann auch entsprechende horizontale Linien vorkommen. Und die definiert man hier mit A-Line. Sieht dann so aus. Und jetzt geht es an die eigentliche Definition der Tabelle. Und da könnte man jetzt wieder das schon bekannte Beispiel, also hier zum Beispiel Name, Vorname, Alter nehmen, und jetzt wird eine neue Zeile angegeben und die soll dann wieder hier durch eine entsprechende Linie beschrieben werden. Und jetzt können die Inhalte, also jetzt hier zum Beispiel, nehme ich mich mal wieder, also auch hier das entsprechende Alter, und das Ganze kann jetzt hier unten entsprechend dann durch eine weitere Linie beendet werden. Also noch einmal diese H-Line-Variante und jetzt mal ein Blick, PDF-View, und Sie sehen, das Ganze sieht schon recht ansprechend aus. Ich füge noch einen weiteren Satz hinzu, also zum Beispiel so hier, beziehungsweise das kopiere ich mir und hier wieder so und so und noch 29 und jetzt einmal ausführen und Sie sehen, was passiert. Wenn Sie jetzt nochmal einen Blick hier hinwerfen, dann sehen Sie also, hier werden jetzt Linien angezeigt und hier, das wurde durch diese beiden Zeichen erreicht. Sie können jetzt zum Beispiel auch hier eine weitere Linie einfügen. Dazu setzen Sie einfach hinter die erste Spalte, also wieder einen solchen Strich, und Sie sehen, das wird jetzt hier angezeigt, und das Gleiche können Sie dann natürlich auch hier tun und dann sieht das so hier aus. Noch ein Wort dann zur Ausrichtung. Also Sie können hier tatsächlich auch zentrierte Elemente nehmen, wenn Sie dort also ein C anstelle des Ls verwenden. Auch das ist dann entsprechend möglich und Sie werden sehen, also hier das Ganze wird jetzt hier zentriert. Das ist eine linksbündige, das eine zentrierte und das hier eine rechtsbündige Ausrichtung.